Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator und wir wollen heute im Softwarehaus einbrechen. Ich muss mal gucken, ich glaube das ist hier drüben das Gebäude gewesen. Ist es das? Das ist es. Das ist es. Genau hier wollen wir einbrechen. Und was wir jetzt herausfinden müssen ist natürlich, wie um alles in der Welt kommen wir da rein. Okay, ich würde sagen, wir kommen da mit dem normalen Autotrick rein. Ein Regenrohr. Da ist ein Regenrohr. Okay. Das heißt, wir kommen mit dem normalen Autotrick vermutlich rein. Wo ist denn hier dieser Wachklon? Keine Ahnung. Egal. Versuchen wir mal unser Glück. Gucken, ob das reicht, wenn wir hier so... So. Okay, wir sind zumindest schon mal im Gelände. Uff. Yes, jetzt sehe ich, wo sie laufen. Nein! Das machen wir nochmal. Gleich bei Nacht. Wir machen das nochmal bei Nacht. Oder? Komm. Was soll's. Jetzt sieht mich nicht. Die Cam ist schuld gewesen. Shit, die geht genau bis hier hin. Okay, dann muss ich mich hier lang arbeiten. Aber da geht der Wachmann. Interessiert uns aber nicht. Jetzt hier hochklettern. Dann gehen wir hier rein. Hier ist nämlich nicht mal zugeschlossen. Yes, sir. $4000 Server, aber die muss man tragen. Verdammt, ey. Laptop. Oh, komm, hier nehmen wir mit. Einzige, was ich noch nicht überlegt habe, ist, wie ich aus diesem Haus hier wieder rauskomme. Die $2000 Bildschirme gehen in die Tasche. Da ist die Tasche aber auch gleich voll. Ich will noch ein bisschen mehr wissen über das Gebäude hier. Hier stehen noch eine Menge IMAX. Alter Schwede, hier können wir einen Reibach machen. Können wir hier eine Kohle abstauben? Ist unglaublich. Was ist denn das? Was ist in diesem Zimmer hier Großes? Da kommen wir nicht rein ohne den Hacker-Laptop. $4000 Bild! Alter Schwede. Hier gibt es nur Reichtümer. Okay. Okay, das sieht alles nicht so gut aus zum Flüchten. Also meine Flucht, da bin ich noch nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Hier kann ich zwar raushüpfen, aber das war's auch. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder wegkommen soll. Und gleich ist auch die Zeit um, in der ich sehe, was die Typis machen. Toll, komplett leere Kommode. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Okay, dann bleibt mir eigentlich nur eins.
muss zusehen, dass ich irgendwie hier rauskomme. Ich habe gerade keine Idee. Da komme ich auf keinen Fall raus. Nein. Wieso bin ich Idiot jetzt durch die Kamm gelaufen? Komm schon, komm schon, komm schon. Ihr findet mich nicht. Ihr findet mich nicht. Nicht zu voreilig. Bin ein bisschen zu forsch. Sollte warten, bis die Polizei ganz weg ist. Ah, sie fährt ab. Sie fährt ab, sie fährt ab, sie fährt ab. Da kommt der Sicherheitsmann. Du bist der Sicherheitsmann und du lässt nichts an dich ran. Du bist zu allem bereit. Du stehst für mehr Sicherheit. Aber nicht für Sicherheit gegen Rouge. Denn Rouge ist der ultimative Einbrecher. Ich bin nur dummerweise nicht der ultimative Ausbrecher. Das macht es mir etwas schwerer, schwerer. Oh, 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 oh. Okay. Okay, ich muss herausfinden, wie ich da wieder rauskomme. Und ich habe das Gefühl, ohne diesen Hacker-Laptop wird das nichts. Aber was haben wir hier? Das ist, glaube ich, nur eine Baustelle, ne? Hier kann man nicht wirklich viel. Obwohl. Das ist kameraüberwacht. Vielleicht probieren wir es erstmal in dem Schuppen hier. Könnte sich doch. Eine Regenrinne? Oh yes! Shit, shit, shit. Komm hier nicht weg. Oder? Ja, aber ich komme hier nicht mehr. Ich komme hier nirgendwo mehr hin. Okay. Okay. Aber wir versuchen es bei dem Haus. Jetzt schlafen wir hier. Ich habe mich nicht an meine eigene Regel gehalten. Ich habe euch gesagt, wenn man im Auto schläft, nein, wenn man in der Nacht einbricht, ist alles leichter. Was mache ich? Versuche es natürlich in allen Häusern am Tag. So. Jetzt aber. Jetzt, jetzt, jetzt. Anders klappt es nicht. Und dann balancieren wir erstmal auf dem Zaun an der Kamera vorbei. Wir holen uns erstmal hier wieder das leckere Werkzeugset. Typ. Hallo Typ. Bist du Wachmann, Sir? Da bist du.
$2000. Ich weiß nicht, wo die Jungs rumlaufen. Macht das sehr schwer für mich. Der geht weg. Der steht da noch. Steht da. Steht da. Steht da. Der steht da. Jawohl. Einmal hier hoch. 2000er Bildschirm. Gucken, was hier noch so ist. Tresor. Okay, $2000 Monitor. $800, $600. Xbox geht nicht mehr. Smartphone, okay, mehr geht nicht. Stehen noch ein paar gute Sachen rum. Passt noch. Okay. Wir haben ein volles Inventar. Unser Problem ist nur, wir müssen aus der Hütte auch wieder rauskommen. Ich bin draußen. Oh mein Gott, ich bin draußen. Boah, kann ich durch das Tor gleich nochmal reingehen? Direkt mal hier umlagern. Die schweren Sachen vor allen Dingen. Hier, 5 Kilo. Ah, die kann ich nicht umlagern. Aber ich habe da noch Sachen. Ah, okay, wir können nicht umlagern. Aber wir wissen jetzt, wie es klappt. Wir fahren erstmal die Beute weg. Yeah. Wuhu. Na du? Hast du mir gefallen, tun ein bisschen um die Ecke da laufen? Das wäre echt nett von dir, danke. Mega. Gut, dass du das machst. Bist echt ein guter Kollege. So. Wir laufen direkt nach hinten. Wir kassieren das hier noch ein. Genau. Ach, da eigentlich noch was Interessantes im Regal? Keine Ahnung. Aber wir kassieren noch mal direkt ein, was wir finden können. Die Sachen waren nix. Aber der hier zum Beispiel. Das hier.
Genau. Ja, die Xbox geht auch mit. Jetzt könnten wir, wenn wir mutig wären. Aber ich weiß nicht, ob wir das sind. Könnte man noch was richtig Krasses mitnehmen. Alles eine Frage des Timings. Ach so, doch, warte mal. Könnte natürlich. Jetzt. Schnell, 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 schnell. Uff. Können jetzt natürlich ein paar Sachen ins Auto bringen. Das sind vor allem die schweren Sachen. Nein, schwere Sachen gehen nicht. Wir kriegen das alles nicht rein. Okay, dann fahren wir erstmal wieder weg mit der Beute. Und wenn nicht, dann holen wir uns gleich noch diese CNC-Maschine. Wenn gar nichts anderes hilft. Alles klärchen. Wir heilen und holen uns den lecker Laptop. Hacker-Laptop. Yeah. So, ab zum Versteck erstmal. Wir müssen noch ein paar Sachen entsperren, damit wir die Kohle auch kriegen können. Yeah. Oh nein, nicht schon wieder. Digi. Ich muss das Auto nehmen wegen der... Naja, ist egal, die kommen eh immer beide mit. Was kann ich da reinschmeißen, was ich nicht entsperren muss? Hier, Monitor, Laptop raus. Ne, geht nicht. Maus rein, Laptop raus, nein. Noch eine Lippenmaus raus, Laptop, nein, das passt alles nicht. Egal. Wir fahren nach Hause. Hacken! Hacken, hacken, hacken. Ab durch die Hecken. Nee, haben wir nichts. Das haben wir ja vorhin schon alles verdeckt. So. Wing. Mehr geht nicht. Das wir müssen verkaufen gehen. Und dann nochmal zurück und nochmal hacken. Welcome back. Welcome back. Ach, das Ding will er immer noch nicht. Verkaufen. 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 Kaufen, 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 gießen. Ich glaube, es reicht noch nicht ganz. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kleinigkeit. Ja. Okay. Gucken wir mal, ob du davon noch was nimmst, auch wenn ich noch nicht gehackt habe. Gut, das noch nicht gehackt, wirst du nicht nehmen. Aber die PC-Maus. Laptop willst du noch nicht. Und das ist für dich Müll. Na gut. Aber wahrscheinlich brauchen wir das noch. Okay. Wir haben 121.000. Das wird knapp. Ich guck mal gerade, was der kostet, der Hacker-Laptop. Aber ich glaube, das wird zu knapp. Hacker-Laptop, ach du meine Güte, Laptop Pro. Moment, es gibt auch einen Hacker-Laptop, es gibt auch noch einen Laptop Pro.
Laptop, Laptop Pro, Laptop, Laptop Pro, Laptop, Laptop Pro. Den können wir uns leisten. Den können wir uns auch leisten. Katsching! Wir haben uns den Hacker Laptop Pro gekauft. Wir sind fast pleite dadurch. Wir haben $1,589. Aber wir haben das Ding. Und wenn wir damit irgendwo einbrechen, dann geht die Post ab. Ich sag's euch, dann kommen wir in die richtig, richtig heißen Dinger. Und wer erleben will, wie wir beim nächsten Mal den Laptop einsetzen und wirklich einbrechen, wo wir noch nie eingebrochen sind und die krassesten Dinge klauen, die wir noch nie geklaut haben, der schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin haltet die Füße steif und die Ohren steil oder so ähnlich. Und wir hören uns. Bis dann, euer Rouge83. Ciao.